O senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Começo por dar nota de que a ata da sessão de ontem já foi distribuída. Tem a palavra, por favor. É sobre a ata? Ah, bom. Ah, ok. Não há nenhuma observação sobre a ata? Está, então, aprovado. Vamos agora dar início ao debate que está previsto na nossa ordem do dia. É o relatório a Mónica Hohlmeier e a Aida Gardiazabal Rubial sobre o procedimento orçamental para 2020, um texto conjunto. Eu relembro aos colegas, como já sabem, que é possível solicitar os cartões para os procedimentos QSTI e cartão azul, quer através do registro tradicional, quer através do procedimento eletrónico, e as instruções são aquelas que estão distribuídas no hemiciclo. Vamos então dar início com uma primeira ronda, e eu começo por dar a palavra ao nosso colega presidente da BUDS, Johan van Overveld. Thank you, Chairman. I'll speak in Dutch, if you allow me. Vorige week hebben we dus inderdaad een akkoord bereikt over de begroting 2020. Na intense discussies tussen de Raad en het parlement, met uiteraard de zeer gewaardeerde rol ook al van de commissie bij het hele proces. Het resultaat van deze dagenlange besprekingen en van deze gezamenlijke inspanning is dat we tot een begroting gekomen zijn die rekening houdend met de budgettaire restricties en budgettaire discipline die ook op Europees vlak zeker in acht moet genomen worden, we tot een toekomstgericht budget gekomen zijn dat aan de verwachtingen van de burgers voldoet. Het is een sterke toekomstgerichte begroting. Een begroting ook die, en dat is toch wel zeer belangrijk in deze fase, de brug maakt naar een volgend financieel meerjarenplan waarin we resoluut moeten verder werken aan het Europa van de 21ste eeuw. Want het lijkt me toch nog wel evident op dit moment, als we om ons heen kijken in de wereld, het zal voor een groot stuk van dat meerjarenbudget en wat we daarin kunnen realiseren afhangen of Europa in die 21ste eeuw de vooraanstaande rol zal kunnen spelen die het rechtmatig mag opeisen, maar waar het dan ook moet naar handelen. We maken voor het komende jaar een grote omslag naar investeringen in domeinen waar de EU meerwaarde biedt, zoals onderzoek en ontwikkeling en energieinfrastructuur. Een versterking ook van programma's, waar veel vraag naar is, die hun effectiviteit heel duidelijk bewezen hebben, zoals Erasmus, Horizon 2020 en de Connect Europe Facility. Ook in zaken veiligheid en migratie werd er in dit budget de nodige aandacht besteed om te doen waar de Europese burgers om vragen. We moeten naar de toekomst toe in diezelfde richtingen op dezelfde manier durven doorgaan. We moeten kiezen voor een begroting die inderdaad op een expliciete, duidelijke, doortastende manier rekening houdt met de noden die onze burgers ventileren. Een begroting die, nogmaals, de punten waar Europa absoluut meerwaarde kan bieden ten opzichte van het nationale niveau, inzet op innovatie, competitiviteit, klimaat,
infrastructuur, veiligheid en migratiebeheer. Ik zou als voorzitter van het budgetcomité ook heel graag alle personen die betrokken waren bij de opmaak en het uiteindelijke akkoord willen betrekken. En op de eerste plaats de rapporteurs, mevrouw Monica Holmeijer en mevrouw Eder Gardiazabal. Maar zeker ook meneer Kimmo Tiilikainen, staatssecretaris van het Finse voorzitterschap. Achter deze mensen staat er een hele batterij medewerkers die ook allemaal, ik heb het voor de eerste keer en met veel plezier van nabij kunnen meemaken, met heel veel inzet en doorzettingsvermogen gewerkt hebben. Uiteraard mag ik hier ook niet vergeten te vermelden commissaris Günther Oettinger en zijn mensen die meer dan hun steentje hebben bijgedragen tot het finaal bekomen van het resultaat, waar ik in ieder geval als voorzitter van het budgetcomité heel fier op ben. Wat we denk ik nog kunnen leren uit het proces dat we de voorbije twee weken hebben meegemaakt, is dat het inderdaad toch wel bijzonder zinvol is om op een open, directe manier met elkaar te praten, elkaar duidelijk te maken waar het voor de respectievelijke partijen op staat. En vanuit die duidelijkheid ook dan naar compromissen. Er is niks zo moeilijk om tot een compromis te komen wanneer de uitgangspunten onduidelijk zijn. Ik denk dat misschien wel de grote verdienste van de betrokken partijen bij deze besprekingen geweest is dat het van in het begin heel duidelijk was wat de objectieven waren, waar men naartoe wou en waar er dus ook dan ruimte ontstond om te komen tot een compromis. Dat is, denk ik, op een succesvolle manier gebeurd. En nogmaals, heel veel dank aan alle betrokken personen. Dank u. Muito obrigado. Agradeço ao presidente da Comissão de Orçamento e dou de seguida a palavra à nossa colega Mónica Holmeijer, relatora neste processo. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, lieber Herr Kommissar, liebe finnische Ratspräsidentschaft, lieber Kimmo Tiilikainen, liebe Kolleginnen und Kollegen. An den Anfang möchte ich ein Dankeschön stellen. Ein Dankeschön, man verzeiht es mir am Anfang, an meine Kolleginnen und Kollegen im Verhandlungsteam, im Besonderen Johann Obertfeld, an Eider, die mit mir gemeinsam die direkten Verhandlungen führen durften, aber auch an meine Schattenberichterstatter und an die Koordinatoren, die uns intensiv, Clotilde schaut mich gerade an, du, lieber Kollege Andresen, schaust mich auch gerade an. Wir haben wirklich versucht, miteinander zu arbeiten, uns hier miteinander zu verständigen. Wir haben uns auf gemeinsame Positionen verständigt. Und ich bedanke mich bei Kimmo Tiilikainen dafür, dass er, nachdem wir anfänglich zunächst miteinander heftig gekämpft haben, aber dann doch versucht hat, fair mit uns zu verhandeln und wir miteinander gemeinsame Prioritäten hatten und diese gemeinsamen Prioritäten jetzt auch finanziell versehen. Dass das Parlament gern noch mehr gehabt hätte, ist klar. Dass der Rat einige gern weniger gehabt hätten, ist auch klar. Aber ich glaube, dass wir gute Kompromisse erzielt haben. 850 Millionen mehr für Klimaschutzausgaben im Bereich Forschung und Innovation, damit auch für Arbeitsplätze und für Wettbewerbsfähigkeit, für Jugend und für Digitalisierung. Das heißt, das ist doch eine ganze Menge, die wir miteinander erzielen konnten. Wir konnten die Haushaltslinien, die sich mit dem Klimaschutz befassen, insgesamt um 504 Millionen erhöhen. Über 21% der Ausgaben sind damit klimabezogen und wir übertreffen sehr klar das 20%-Ziel, haben aber noch viel zu tun, um auf die 25% oder gar noch höher zu kommen. Horizont 2020 erfährt eine Steigerung von 8,8%. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas fassungslos die unilaterale Erklärung der Länder, die dagegen gestimmt haben, insbesondere Dänemark, Niederlande, Österreich und Schweden, gelesen habe, in dem drin steht, dass es im Besonderen nicht genügend Margen gäbe und als zweites, dass es weit über dem sei, was erforderlich sei. Ich muss nüchtern feststellen, dass Horizont 2020 so viele Programme hat, die völlig überzeichnet sind, wo wir zum Teil nur 7-8% der Programme überhaupt fördern können, dass ich eine solche Erklärung schlicht und einfach nicht verstehen kann und dass ich all den Mitgliedstaaten dankbar bin, die diesen Kompromiss mit uns gemeinsam tragen. Dass es keine Margen mehr gibt, ist einfach falsch. Wir haben 1,5 Milliarden Marge allein für 2020 und aus den vergangenen zwei Jahren noch Instrumente bis zur Höhe von 4,2 Milliarden. Ich glaube, dass wir wirklich
auch in dieser Hinsicht dem Rat so weit entgegengekommen sind. Aber es war uns wichtig, auch das Thema des Klimaschutzes im Bereich ZEV Energy mit 96 Millionen, ZEV Verkehr mit 37 Millionen, die europäischen Satellitensysteme, die wesentlich auch sind in Fragen der Klimaforschung, Erasmus, Jugendaustausch mit 50 Millionen mehr und damit insgesamt 2,9 Milliarden und einem Plus von 3,6%. Die Jugendbeschäftigungsinitiative mit 28,3, aber wenn es benötigt wird, noch mit weiteren 50 Millionen ab Juni für den Fall, dass es erforderlich sein sollte. Dass wir live aufstocken konnten, zwar nicht so viel, wie wir gerne gehabt hätten, aber doch immerhin. Dass wir aber auch Fragestellungen der Sicherheit nicht ausgelassen haben, um das Thema EPO ein Stück weit mehr, Europol ein Stück weit mehr. Das heißt, wir haben dort das Geld hingegeben, wo es notwendig ist. Wir haben es in den Mediabereich gegeben, in Kohleregionen, im Übergang, um dort auch wesentliche Fragen des Klimaschutzes zu beantworten. Ich glaube, dass wir ein rundum solides Paket geschnürt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie mich so sehr unterstützt haben und bei der Ratspräsidentschaft und der Kommission gemeinsam, dass wir erfolgreich die Verhandlungen beenden bzw. beschließen konnten. Muito obrigado. Tem agora a palavra a igualmente relatora, Aider Guardiazabal Rubial. Tem a palavra. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad que cuando empezamos estas negociaciones teníamos posiciones muy alejadas y desde luego nada hacía presagiar que pudiéramos llegar a un acuerdo. Cuando hablábamos de prioridades, es verdad que el Consejo y el Parlamento hablábamos de las mismas prioridades, pero cuando luego traducíamos esas prioridades en cifras, llegábamos a una diferencia de 4.500 millones de euros. Pero tuvimos dos días de intensas negociaciones, el viernes y el lunes, que ya estábamos en el límite y al final conseguimos llegar a un punto de acuerdo. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que conseguimos mandar un mensaje muy claro sobre cuáles eran las prioridades para el futuro de la Unión Europea y, sobre todo, cómo las íbamos a financiar. Y este acuerdo al que llegamos nos ha permitido reforzar líneas clave con más de 850 millones de euros en esas prioridades que las que estábamos de acuerdo. Y, por ejemplo, el programa Horizonte 2020, el programa mayor de investigación de la Unión Europea, si lo comparamos con el 2019, lo aumentamos un 8,8%. Y creo que eso es una buena señal para toda la comunidad científica. Y también que uno de cada 5 euros de este presupuesto van a ir destinados a la lucha contra el cambio climático. Estamos muy lejos de los objetivos que nos hemos puesto, pero al menos estamos enseñando el camino por el que tenemos que transitar. Y desde luego mandamos un mensaje muy claro a los jóvenes, porque hemos reforzado dos políticas que van directamente destinadas a ellos. Hemos mejorado la financiación de Erasmus, uno de los programas más queridos de la Unión Europea, y también hemos conseguido volver a poner encima de la mesa el programa de la garantía juvenil. Hemos conseguido poner 145 millones de euros para el 2020 y además 50 millones de euros extra si fueran necesarios porque el programa está funcionando bien. Y la verdad que de otras secciones, que era la parte que a mí me tocaba negociar, no habría mucho que señalar, aunque creo que hemos mantenido un acuerdo bastante equilibrado y por lo menos no hemos recortado los presupuestos de las otras instituciones, así que al menos creo que esto les permitirá poder desarrollar su trabajo en condiciones dignas. En resumen, yo creo que esto es un acuerdo muy positivo para la Unión Europea. Pero como siempre hay un pero en todo esto. Yo creo que no podemos caer en la autocomplacencia, porque estamos muy lejos de los objetivos que creo que tenemos que poner encima de la mesa para la Unión Europea. Estamos muy lejos de ese 1,3% para el marco financiero que reclama este Parlamento y que ahí sí de verdad tendríamos un presupuesto lo suficientemente fuerte como para marcar un punto de inflexión en las políticas europeas y sobre todo para liderar ciertas políticas como la lucha contra el cambio climático, que necesita de verdad un impulso desde la Unión Europea. Y yo quiero acabar también haciendo un agradecimiento, por supuesto, al equipo negociador del Parlamento Europeo, con el presidente a la cabeza y con la ponente, la señora Hohlmeier, que defendió con uñas y dientes la posición de este Parlamento. Al comisario y a todo su equipo, que ha sido su último presupuesto, pero que yo creo que deja un legado importante en su trabajo y le quiero hacer un reconocimiento muy especial. Pero sobre todo a la presidencia finlandesa y a Kimmo Tiilikainen.
porque creo que ha sido un negociador muy duro, pero también muy empático con las posiciones que las dos instituciones defendíamos. Y nos contó una historia que no voy a repetir aquí porque además no tengo tiempo, pero al final sí conseguimos salvar a aquel perro que estuvo en su momento en peligro. Y yo creo que esa historia, que puede ser una anécdota en las negociaciones, ha sido la que unió a los dos equipos de negociación y la que nos hizo por fin conseguir este acuerdo. Así que muchísimas gracias. Han sido todo un ejemplo de cómo se tiene que negociar los presupuestos. Muito obrigado, Haider. Não é todos os dias que vemos tantas saudações aos representantes de todas as instituições numa negociação. Eu dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado em representação do Conselho, Kimmo Tiilikainen. Tem a palavra. Mr. President, honorable members, Commissioner Oettinger, ladies and gentlemen, it's my pleasure to attend today the European Parliament's debate on the general budget of the European Union for the financial year 2020. I would like to express the Council's satisfaction with the agreement reached by the Conciliation Committee on 18th November, the last day of the conciliation period, after long and intense discussions. The positive outcome of the negotiations shows that our three institutions can work efficiently in a spirit of good cooperation. Together, we negotiated a budget for 2020, which responds to today's concerns and tomorrow's needs of Europe's citizens. The European Parliament and the Council have worked hard to find a solution that would equip the Union for the challenges of the last year of the MFF. The deal we reached reflects strongly our common priorities: climate action, growth and competitiveness, research and digitalization, young people, security and migration. This year, we have made a considerable effort to strengthen the climate relevance of the EU budget and get as close as possible to fulfilling the Union's 20% climate target to be reached until 2020. To this aim, we have reinforced relevant programs in the area of research and development, transport and energy infrastructure, and the EU's external action. Additional funds have also been allocated to the LIFE program. In order to improve the situation of young people and help them integrate into the labor market, we have agreed to dedicate 145 million to the Youth Employment Initiative. The other successful program providing opportunities for young Europeans to study, train, and gain experience abroad, Erasmus Plus, will see an increase of 3.6%. Furthermore, programs and projects supporting competitiveness increased by 7.9% compared to the 2019. This means more funds for Horizon 2020, the European Satellite Navigation Systems, EGNOS and Galileo, and the energy and transport strands of the Connecting Europe facility. In the area of migration and security, a number of key EU agencies, such as Frontex, EASO, Europol, Eurojust and EPPO, will be endowed with additional staff and funding in view of their enhanced mandates. Apart from that, we have provided ourselves with more means to tackle the root causes of migration and to step up EU's engagement with our neighbours in the East and South. While boosting support for EU's flagship programmes, we have at the same time applied a prudent and responsible approach in line with sound financial management. The Council insisted on such an approach during the whole budgetary procedure and has continuously stressed the need to take into account financial realities at national level. The final result achieved on 18th November foresees a 1.5% increase in the global level of commitments compared to 2019. The remaining margin of 1.5 billion under expenditure ceilings of the MFF will allow us to cope with next year's contingencies and uncertainties. In this way, we have established together a realistic budget for 2020, which is focused on maximum European added value for money and takes fully into account taxpayers' interests and concerns. In our official meetings, in the course of the year, as well as during our informal contacts,
I appreciated very much the positive atmosphere that prevailed in our talks. Both sides of the table were ready to engage constructively to reach an agreement, to reframe the discussion around the shared interest and come up with solutions. I'm glad to inform you that after the successful outcome of the Conciliation Committee, the joint text was formally approved by the Council yesterday. The Council expects the European Parliament to also approve the joint text tomorrow. The general budget for the financial year 2020 will then be adopted within the deadline foreseen by the treaty. Coming to the end of my intervention, Mr. President, I would like to thank the Chairman of the European Parliament's Committee on Budget, Johan van Overtveld, and the rapporteurs, Monica Hohlmeier and Eider Gardiazabal-Rubial, for their positive and open attitude and for the good cooperation during the last weeks and months. Your hard work and enthusiasm can be highly commended. Together we saved the dog. I would also like to extend my special thanks to you, Commissioner Oettinger, Günther, for your contribution to facilitating our negotiations. Alas, for the last time. Mr. President, honorable members, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, para ficarmos a saber o que tem a dizer o Comissário Oettinger sobre o seu último orçamento, tem a palavra. Muito obrigado. Verehrter Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, lieber Herr Tiilikainen, einerseits hatten wir eine Ausgangslage mit sehr guter Chance auf Einigung, denn die Schwerpunkte waren von Parlament und Rat die gleichen. Zum einen Investitionen in Forschung, Innovation und Zukunft Europas, zum zweiten Maßnahmen gegen den Klimawandel und zum dritten Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Schaffung von Arbeitsplätzen, namentlich für die junge Generation. Einerseits eine gemeinsame Ausgangslage und andererseits waren die Abweichungen vom Vorschlag der Kommission, was man investieren wollte in diese Schwerpunkte, beim Parlament 2,7 Milliarden Euro mehr, beim Rat 1,5 Milliarden Euro weniger, 4,2 Milliarden Differenz. Das war eine Ausgangslage, die war größer, die Differenz, als in den Haushaltsberatungen der Jahre zuvor. Das Parlament wollte im letzten Haushaltsjahr des Haushaltsrahmens möglichst alle verfügbaren Gelder bis zur Obergrenze investieren. Der Rat wollte, was ich bis zu einem gewissen Umfang für richtig empfand, Spielräume, Maschen aufbauen für Unvorhergesehenes in 2020 oder für Absehbares, Stichwort Flüchtlinge, die in der Türkei derzeit leben und denen wir Menschenwürde finanzieren, für Absehbares, aber was noch nicht im Haushaltsvorschlag der Kommission berücksichtigt ist. Zugute kam die Verantwortungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligter. Ich danke dem Ausschussvorsitzenden für seine souveräne Moderation. Ich danke den beiden Berichterstatterinnen für ihr sachkundiges Engagement und ihre Abstimmung mit wichtigen Abgeordneten aus dem Haushaltsausschuss, sodass eine Mehrheit am Ende mit Abgeordneten vieler Fraktionen erreichbar war. Und ich danke dem Vertreter der Ratspräsidentschaft, Herrn Tiilikainen, der meines Erachtens zwar hart die Linie des Rates vertreten hat, aber immer an einem Ergebnis, an einer Kompromisslösung interessiert war und daraufhin auch sehr konstruktiv in jeder Sekunde mitgearbeitet hat. Die Presse schrieb zwar von dramatischen Beratungen in der letzten Stunde,
so dramatisch war es nicht. Ich glaube, es hat sich schon gezeigt, dass die führenden Köpfe es nicht zum Scheitern kommen lassen wollten, sondern an einer Einigung Interesse hatten. Und die Zahlen sprechen für sich. Zum einen haben wir die Obergrenzen in keiner Form tangiert, sondern eingehalten. Zum zweiten haben wir Margen, Spielräume für 1,5 Milliarden an Commitments, insgesamt mit anderen Instrumenten der Flexibilität von 4,2 Milliarden Euro und sind damit gewappnet für das, was im nächsten Jahr auf die Europäische Union an weiteren Aufgaben und Ausgaben hinzukommen kann. Für das Thema Klimawandel haben wir im Haushalt 2020 mit einem prozentualen Anteil von 21,1% das Ziel von 20% deutlich überschritten und damit einen erheblichen Teil der Unterschreitungen der zu geringen Investitionen in 2014, 2015 wieder ausgeglichen. Wir haben Horizon 2020 auf einem Höchststand der Investitionen aus dem europäischen Etat für Forschung und Innovation. 13,5 Milliarden Euro gegenüber 2019, ein Wachstum von 8,8%. Und ich will allen Beteiligten raten, diesen Höchststand an Forschung von Horizon 2020 zum Ausgangspunkt für Horizon Europe zu nehmen, nicht zu unterschreiten. Denn hier wird wirtschaftliche Stärke, Wettbewerbsfähigkeit, Investition in Technologien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz sichtbar. Deswegen war der Schritt, der prima dem Parlament zu verdanken ist, mit weiteren 300 Millionen Euro ein entscheidender Schritt dieses Übergangshaushalts in die Beratungen für den Haushaltsrahmen nach 2020. Connecting Europe Facility, Energie, deutlich aufgestockt, plus 35%. Verkehr maßvoll aufgestockt. Das heißt, wir investieren schon in die Zukunft und schaffen damit einen Mehrwert, den man so am besten auf europäischer Ebene realisieren kann. Wir haben bei Erasmus Plus immerhin 4% Steigerung. Auch dies ein kleiner Schritt in Richtung der Verdoppelung bis Verdreifachung, wenn man das Parlament und Frau von der Leyen als Maßstab nimmt, in den Haushaltsjahren des nächsten Jahrzehnts. Wir haben auch einige maßvolle Kürzungen vorgesehen, die meines Erachtens im Vollzug vertretbar sind. Stichwort Heranführungshilfe für die Türkei. Wir haben einige maßvolle, aber wichtige Verstärkungen bei Europol, Eurojust und bei EPPO, der Staatsanwaltschaft, damit diese Instrumente und Organe für innere Sicherheit und für den Rechtsstaat in Europa und für die Korruptionsbekämpfung verstärkt handlungsfähig sind. Alles in allem, und dies kann ich Ihnen berichten von meinen Kollegen aus der Kommission, den Kollegen, die für die Portfolio-Verantwortung in der Kommission sind und den Haushalt dann vollziehen. Die Kommission ist mit diesem Haushalt zufrieden. Er ist eine gute Grundlage für den Haushaltsvollzug der von der Leyen-Kommission. Und deswegen gilt mein Dank allen Beteiligten, Rat, lieber Herr Kollege Tiilikainen, Rapporteure und Ausschussvorsitz. Und ich will Sie einfach bitten, den Elan jetzt einzubringen in die Beratungen für den mehrjährigen Haushaltsrahmen. Hätten die Minister im Allgemeinen Rat einmal so lange getagt, wie wir getagt haben, mit Arbeitsintensität über 2 Wochen hinweg, bis spät abends um 23 Uhr, mit dieser Arbeitsintensität und nicht nur mit 2 Stunden pro Monat und der immer gleichen Line to take, käme auch in den Haushaltsrahmen Bewegung hinein. Und ich hoffe, als Staatsbürger einmal sehr früh im nächsten Jahr zu lesen, ist ein Durchbruch für einen modernen Rahmen des Haushalts nächsten Jahrzehnts durch Rat und Parlament gelingt und dies nicht erst an Advent in einem Jahr geschieht. Dann hätte man aus den guten Erfahrungen Ihrer Beratungen für Draft Budget 2020 die Lehre gezogen
für einen rechtzeitigen Haushaltsrahmen für das nächste Jahrzehnt und damit für Mehrwert, den man nur europäisch realisieren kann. Besten Dank allen Beteiligten.